Foto? Mache ich jetzt. Ja, da sind wir wieder. So, diesmal mit richtigem Titel und den Stream ein bisschen aufgehübscht. Und ich glaube, jetzt kann es richtig losgehen. Sehr cool. Ich schreibe noch in den Discord-Channel nochmal. Auf Facebook hatte ich schon angekündigt, noch kurz vorher. Nicht vertippen. Vielleicht erklärst du schon mal, wie wir die auswürfeln. Ja, genau. Also wir würfeln die Völker aus und zwar 1 bis 5 nach dem Erscheinungsdatum der Völker und bei 6 wird einfach nochmal gewürfelt. Genau. Genau. Und dann die Aufstellung. Und wenn es Leute gibt, die zuschauen, die den Marcel noch nicht kennen, er ist momentan ungeschlagener Champion im Turnier. Und bin gespannt, ob Und das noch der so Abu bleibt. ist der, der beim letzten Turnier im Finale gegen mich stand. Ja, genau. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das jetzt gemeinsam. Okay, dann würfeln wir mal, würde ich mal sagen. Alright. Starten wir. Eine 2. Das heißt, ich bin Zwei. bei dem Mali, du bist bei den Drachen. Mali gegen Drachen. Okay, cool. Holen wir mal die Würfel und dann können wir das auswürfeln. Komm, spielen wir rot gegen grün. Ich glaube, das schaut cool aus. Am besten wieder hier drunter legen Ah mit ja, der Felder. stehen. Sollen wir immer Okay. abwechselnd würfeln und dann können wir sie am Ende aufstellen. Und wenn Ich wir würde am Ende, sagen, ja? wir würfeln abwechselnd und Mhm. stellen es schon hin. Was Okay, meinst du? okay. Ja, können wir auch. Das wird zwar. Ja, können wir machen, okay. Ja, ich glaube, das wird am lustigsten. Okay. Würfeln wir. Eine 6, okay. Das Hier. klingt schon mal nicht so Guter schlecht. Start, Nein. ja. Ich glaube, für beide gut. Bei mir bleibt jetzt auch So. nicht mehr, wenn ich jetzt 5 oder 6 würfel, nehme ich dann trotzdem einfach eine 4? Oder soll ich dann nochmal würfeln? Probieren wir es einfach nochmal, weil die Range Okay. bis 4 ist eigentlich Ja. groß genug. Okay. Ja. Gut, 6. würfeln dann. Ah. Okay, 2. Aufstellung. Okay. 5, mal nochmal. 1. Okay, und noch eine 1. Ja. Okay. Ja. Interessant. Ich muss sagen, ich habe ja fast einen Traumstart als Ja. Drachenspieler. Also, Dürfen wir noch, puh. wer anfängt? Ja. Okay. 6, 6, nochmal. 5, 4, ich starte. Okay, ja. Okay. Dann fangen wir an. Ja, ich werte hier erstmal zu einer 3 auf. Genau. Ich habe zwei Züge Zeit. Und eine 4. Freue ich mich nochmal. Ich glaube, ich gehe noch Ein einen Schritt. Triggerpunkt. Jetzt die Frage, werte ich in eine Goldfrucht auch einen Zweier auf, um den Zweier zu haben? Wird ungern meinen Sechser schon abgeben. Ich muss sagen, du hast echt eine, also fast Worst-Case-Szenario erwürfelt. Ja. Ja, pass mal auf, ich splittete doch mal immer die Zweier einen hierhin, einen dahin. Ein Ich dahin. glaube, da ist es nicht so gut, weil wenn ich den Ja, weil du 6er splitten kannst. splitte, Ja, ja genau, das. das ist. Nein, nee, ist noch okay. Lass mal machen. Ja, okay, passt. Dann splitten wir mal. Ich kriege einen Triggerpunkt. Wer die Male nicht kennt, es ist ziemlich gemein, eine 2 zu schlagen, weil man verliert zwei Würfeln.
Und als Drachenspieler braucht man seine ganzen Reservewürfel. Okay, jetzt ist die Frage, tauschen wir oder tauschen wir nicht? Ich glaube, ich mache das so. Beide zu vier. Okay, das kann natürlich jetzt schnell ungünstig werden. Ich krieg noch einen Triggerpunkt. Marcel, du hast ja im Turnier jetzt die ganze Zeit Knights gespielt, gell? Ja. Und ja, was ist dein Resümee, Dass wenn die ich mal viel zu fragen wenig darf? gespielt werden. Stimmt. Nee, weil mir fällt mit denen fallen mir immer wieder neue Sachen auf, was man machen kann. Und vor allem aber auch dagegen fällt mir Ah ja, auf, okay. dass ja. Also auf jeden Fall, dass meine Mitspieler nicht immer optimale Züge machen und dann halt und ich was anderes sehe, wo ich denke, oder weil ich schon weiß, was ich vorhabe, Ah, was verstehe. halt die anderen vielleicht noch nicht so sehen, weil sie die Dritte noch nicht so durchdacht haben. Ja, ja, Dann ja. genau. Also du spielst ja anschließend ja gleich das wahrscheinlich finale Spiel. Bedeutet, wenn du das jetzt gewinnst gegen Peter, dann bist du ja. Genau, dann wäre ich durch, weil wir ja die Regel haben, dass wenn nach den vier normalen Runden schon ein eindeutiger Sieger feststeht, nach den Siegen, dass wir dann nicht nochmal weiterspielen. So, geht sich das jetzt aus? Jetzt, du stehst auf jeden Fall schon mal auf der gleichen Diagonale. Das Na, ich meine kommt. wegen den Ruinen. Ich brauche drei Züge jetzt. Eins, zwei. Eins, ich werte auf. Nee, geht schon nicht mehr. Siehst du, Glaubst du nicht? habe ich schon Zug zu wenig. Das heißt, ich gehe darüber. Ja. Du wertest auf. Ja, ich guck mal gerade, ob ich noch was anderes machen kann. Nicht wirklich, leider. Komm, weil es so schön war, drehen wir das Ganze mal um. Guck mal, Du hier, darfst Moment, mit dem. Moment, lass es uns noch zu Ende machen. Ja, Okay. ich brauche hier einen Zug zu lange. Genau. Okay, so, ich darf mit 4-6 starten. Ja, okay. Ja. Ja, jetzt kriege ich die Mali-Aufstellung. 6-2-1-1 hatte ich. Drehen wir einfach das Bildschirm. Ja, ich Also würde es einfach sozusagen. so Ja. lassen. Also, Achso, ja, du kannst stimmt. drauf gucken, wie du möchtest. Ja, stimmt. Ich muss auch sagen, also das wissen ja die wenigsten von dir, du schaust dir immer das Brett seitlich an. Das heißt, du Meistens. schaust dir immer so unparteiisch drauf. Ja. Das finde ich eigentlich cool. Ja. Also, wenn ich streame, dann auf jeden Fall. Weil ich Ja. finde, man merkt das extrem, dass man irgendwie so ein Bias hat, dass man irgendwie hauptsächlich für den mitdenkt, aus dessen Sicht man drauf guckt. Ja. Und ich finde das immer interessant, auch das Brett mal ganz umzudrehen beim Spielen und sich das aus der Sicht des anderen quasi anzugucken. Oder halt seitlich drauf. Und gerade wenn man so online spielt, dann geht das ja sehr gut. Ja, Also sollen wir verstehe. erstmal würfeln, wenn wir jetzt quasi Okay, aber wir aus den starten mit normalen, derselben genau mit Aufstellung. den gleichen Ja. Werten quasi. Da ist Ich Rook. habe sechs. Okay, du darfst anfangen. Okay, das heißt, du hattest am Anfang eine 6 4, 2, 1, gewürfelt. 1 hatte ich, genau. Zu 6. 6, 2, 1, 1, so, ja. 6, 2, 1, 1. Okay, ich muss da kurz überlegen. 6, 2, 1, 1. Machen wir das so. Machen wir das.
Starten wir mal so. Der Vorteil ist ja natürlich jetzt, dass ich anfange. Ja, gucken wir mal. Dragons. Ja. Ich glaube, da gibt es keine andere Strategie. Ab nach vorne. Okay, ein Zug schneller. Ich splitte mal. Du splittest dort. Ich splitte auch. Okay. Komme ich schon mal hier nach oben. Daniel hat in den Chat geschrieben, hallo, ja, auch hallo. Ich vermute mal, du bist der Daniel, der auch jetzt im Discord neu war. Kannst ja vielleicht mal schreiben, ob du über die Basel dazu gekommen warst. Über die, weißt du noch, wie das Event genau hieß? Abo? Jetzt muss ich selber nachgucken. In der Zeit, ich gebe schon mal Einwürfe aus, um 2 Triggerpunkte zu haben und hier eine 5 draus zu machen. Ich glaube, der Buja hat das geschrieben. Fantasy-Base? Fantasy-Base, ja, hat er geschrieben, gerade im Chat auch. Ah ja, sehr cool. So, einen Fünfer. Das heißt, ich krieg einen Triggerpunkt. Und da geht er hinauf. Nehme ich denn jetzt, ist die Frage. Ja, will ich. Ich brauche keine Würfel. Und dann halt bewege ich mich danach aber wieder direkt zurück mit seiner Fähigkeit und muss 2 Würfel raus. 2. Achso, ich habe einen Triggerpunkt mehr bekommen letzte Runde. Ja. So, jetzt kriege ich Triggerpunkte und mache den zu einer 5. Komm hier hin. Ah ja, Daniel hat geschrieben, dass er das Spiel auch gekauft hat. Dass er auch mal bei solchen Veranstaltungen teilnehmen möchte, wenn er gut genug ist. Ich vermute, er meint das Turnier und da muss ich sagen, solange man die Grundprinzipien des Spiels kennt, reicht das schon vollkommen. Genau, ich muss auch dazu sagen, Hauptsache Spaß. Und im Discord gibt es auch Spielecoaches. Das ist einmal der Marcel und einmal ich selber. Das heißt, falls du mal Lust hast auf Trainingsspiele, jederzeit, also genau, auch mit den anderen Mitspielern. Genau, oder eine neue Fraktion oder so mal sich zusammen angucken, worauf man da achten muss. Und wir hatten jetzt, also ich glaube, wir waren 50-50 genau, 6, die schon mal beim Turnier dabei waren und 6 neue. Und von den neuen haben auch alle tatsächlich ein Spiel gewonnen, weil wir das halt immer mit dem Schweizer System machen, dass halt immer die, die gleich viele Siege haben, gegeneinander spielen. Und so wird das dann ziemlich schnell, dass man halt auch spannende Spiele bekommt und dann irgendwie sich so da, wo man gerade ist, einsortiert. Und dann gibt es tatsächlich auch bei den Neuen einige, die schon dann ziemlich schnell nach oben kommen, weil sie halt einfach so eine kompetitive Herangehensweise haben und eine strategische. Und es gibt auch bei denen, die schon immer dabei waren bei den Turnieren, welche, die weiter unten landen, weil sie halt einfach nicht so ein analytisches Herangehen haben. Aber das sortiert sich dann gut und haben alle Spaß.
Und wie gesagt, Abu und ich sind auch immer da, um, wenn man jetzt das Volk noch nicht kennt, zum Beispiel, dass er Mitspieler spielt, um da einmal durchzugehen oder auch mehrmals. Ja, jetzt muss ich aber hier erstmal überlegen. Genau. Und ich muss sagen, die Turniere sind auch sehr fair. Also gibt es niemanden, der dann sagt, hey, ja, oder es ist eher umgekehrt, man sagt, hey, schau dir den Zug nochmal an oder nimm den Zug zurück oder es soll in erster Linie Spaß machen, darum geht. Sorry, hast du gerade schon was gemacht? Na, ich habe noch nichts gemacht. Ich mache okay. Das hier. Den, ja. Aber ohne Goldfrucht. Mhm. Ja. Dann lege ich nochmal einen Würfel weg. Kommen wieder zwei Triggerpunkte. Und mache mir auch hier eine 5 draus. Oje, oh oje. Oh Hm? Mach ich hier eine Goldfrucht? Ah, du hast ja eine 2 von mir geschlagen gehabt, gell? Das heißt, du kriegst 2 Punkte. Ah ja, stimmt. Ja. Ich habe nur an die Würfel gedacht. Ja, ist ja noch... Ist das das Wichtigste? Ich zähle immer deine Würfel. Du kannst da gleich eine 6 draus machen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich komme mal hier hin. Ich habe einen Plan. Ich versuche eine Falle zu stellen. Ja, ich sehe schon die Falle. Die Frage ist, was mache ich dagegen? Was mache ich dagegen? Echt cool, weil wenn ich da eine 6 mache, machst du hier eine 6? Mhm. Splittest, bedrohst und hast die Ruine. Ja. Okay. Und wenn ich hier eine 3 mache, dann kann ich das splitten, aber dann kannst du einfach auf die Ruine und bedrohst die 3. Also echt cool, also super. Sehr schöner Zug. Frage ist, kann ich das noch verhindern? Ich glaube, ich muss jetzt schon splitten. Wir haben sogar schon 4 Zuschauer. Cool. Ich glaube, ich muss so splitten. Und auch ich gerne mal in den Chat schreiben, wer gerade zuschaut. Ich vermute mal, dass da auch ein paar Bekannte dabei sind, wenn nicht alle. So, splitten wir mal. Jetzt haben wir eigentlich eine recht schöne Situation für mich, weil du ganz viele Kreaturen hast. Da freuen sich die Basilisken. Ich sehe schon das Problem. So, das hier zum Beispiel.
Erwischt, erwischt, Von Champions welchem League. Problem reden Sie? Ja, genau das, ja. Na, echt cool, ja. Ja. Machen wir mal Okay. zumindest so das Ich krieg Offensichtlichste. ein, genau, ich krieg mal einen Triggerpunkt. So, ich überlege nur, wie viele Probleme noch entstehen können. Aber bevor das jetzt. Vier Punkte sind schon sehr viel für dich. Dann hast du schon 6 Punkte. Dann hast du 8 Punkte. Das ist witzig, was so zwei Basilisken aufführen können. Ich glaube, da ist echt wichtig, dass man schnell auf seine Ruine schon eine Figur hat. Weil wenn man da einmal einen Sechser oder so drauf stehen hat, ne, dann kriegt man die nicht mehr so super schnell runter. Du möchtest zaubern? Genau, ich zaubere. Und zwar zahle ich 5 Triggerpunkte und mache den zu einer 6. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit für Okay. mich, längerfristig zu überleben. Dann nehme ich den hier Ähm, und für die Zuschauer, warum sind die zwei Basilisken so stark? Weil der Marcel sie so gespielt hat, dass beide quasi beide Linien abdecken. Das heißt, wenn man sie übereinander stellen würde, hat man beide Felder abgedeckt. genau, die bewegen sich ja immer diagonal. Das heißt aber auch, dass sie nur die Hälfte des Spielfelds tatsächlich betreten können. Da halt, ne? Immer auf die Genau, angrenzenden genau, Felder genau. und die dann diagonal dazu sind, kommt man mit dem einen nicht. Aber ich habe sie halt, deswegen hatte ich den Dreier nochmal bewegt vorhin nach dem Split. Und dann stehen sie so, dass sie die unterschiedlichen Diagonalen abdecken jeweils. Aber Genau, Marcel, da darfst du nicht stehen, ja. ich schlag hier und Yes. danach, das ist die Frage, bleibe ich da stehen, aber ich glaube, ich gehe lieber nochmal nach hier. Okay, ich habe mir schon den Triggerpunkt vorher gegeben und mache den zu einer 3. Ich komme mit dem hier runter. Ja, ich sehe es. Okay, ja, gute Falle. Oder was heißt Falle? Ich Guter hindere dich Schuss. daran, dass du eine Ja. 6 wirst. Da muss ich tatsächlich wieder zurück. Sehr gut, Einzug gewonnen. Kurzer So. Hinweis, der Fackelträger kann über andere Holzkreaturen quasi, also über die Früchte, die Sprösslinge und auch den Mali hinweg sich bewegen und schlagen. Das heißt, hätte ich hier zu einer 6 aufgewertet, hätte der mich schlagen können. Genau, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf die andere Seite und hier hinauf. Also ich bin bei 4, ne? Ah, na, du Ich bist bei 6. habe bei 6, ja. Genau. Und Richtig. 2 Würfel musst du noch. Die habe ich, glaube ich, schon. Ah, okay, 2, passt, ja. 4, ja. Genau, Wieder nur an 2 Meter. die Würfel gedacht und nicht an die Siegespunkte. Ich werte hier zu einer 6 auf. Interessanter Zug. So, ich krieg mal einen Triggerpunkt.
So. Dann gehe ich da runter und setze da oben eine Frucht. Oh, meine Tochter kommt gerade rein. Ja. Jetzt hast du ganz gut nachgesagt von deinem Kurs. Oh, möchtest du das noch? Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Ich hab dich lieb. Papa, hast du gespielt, was wir gespielt haben? Ja, genau. Spiele ich gerade auch. Nur am Ja, Computer. nur mit grün. Genau, auch mit grünen Würfeln. Ich habe heute mit meiner Tochter das erste komplette Spiel mit richtigen Regeln gespielt. Das Wow! war. Gratuliere! Ich sehe schon, Marcel, du baust schon die nächste Spitzengeneration auf. Papa, komm, erzähl. Was ist da? Ein Zelt. Ein Zelt? Ein Zelt. Ah, okay, ja. Sie weist gerade darauf hin, dass der Schattenläufer so aussieht wie ein Zelt. Stimmt, Wir ja. sind ja. Ab zur Mama. Noch ein Kuss? Ich glaube, ich muss sie mal kurz tragen. Die wird nämlich gerade wieder viel zu wach. Ja, natürlich. Du kannst ja mal den Stream hier weiter unterhalten. Ja, mache ich, mache ich. Guten Abend. Kaplau. Hm. So, jetzt bin ich gespannt, was der Marcel noch macht. Das Gute bei mir ist, ich habe jetzt da, also ich bedrohe den Sechser, das heißt, Marcel wird was vermutlich splitten und dann wiederum mich bedrohen mit einem 5, weil er kann dann mit der Magie aufwerten. Und mein Plan ist es, mit dem Fünfer langsam Richtung Magier zu kommen. Bin gespannt, ob das klappt. Diese Situation ist auch sehr spannend. Und zwar eine 3, also kontert quasi eine 5 in zwei Zügen. Und zwar jetzt. Der Fünfer kann da nicht hin. Da, also. Könnte auch dahin, aber es bringt nichts. Nur, wenn er sich jetzt so eine 6 aufwerten würde, das würde nicht gehen, weil die 3 ist einfach blockiert. Das heißt, das ist auch quasi ein Nachteil von der 5. Deswegen schaut man immer, dass man quasi zwei Fünfer übereinander hat. Weil die decken quasi alle Felder rundherum ab. Und dann kann man nicht in die Nähe. So, da bin ich wieder. Super. Ich bin dran, ne? Und du hast dir da eine Brücke gebaut. Genau. Ich Und habe ich, schon kurz erklärt, was meine Strategie ist. sehr Das schön. heißt, du wirst wahrscheinlich splitten Ja. und mich dann mit deiner fünf angehenden fünf bedrohen. Andererseits überlege ich gerade. Nee, ja, hab zu wenig Würfel, oder? Wenn der Marcel sagt, er hat zu wenige Würfel, dann denkt er immer an eine Mauer. Nee. Meine Idee war, den hier einfach mal auf eine 6 aufzuwerten. Und zu gucken, was passiert.
Aber ich glaube, dass. Ah, schlau. Ja, ich glaube, im Endeffekt wird es auch nicht zwingend genug. Ja. Aber dann hätte ich hier irgendwie durchschlagen können, mich, wenn du den Hintern nimmst, beziehungsweise genau, sonst musst du halt alles verbrennen. Ich kann mich auf die Ruine draufstellen. Ja, stimmt. Ich überlege jetzt die ganze Zeit. Ich habe auch nur mit 3 Würfel. Unfassbar. Ich glaube, ich muss den zu einer 6 machen. Aber wenn ich den zu einer 6 mache, was passiert dann? Kann ich den auf jeden Fall schon mal bedrohen. Ja, ey, du kannst den bedrohen. Mach den einfach zu einer 5. 1, 2, 3, 4. Bin ich auch immer ein Fan von bei dem Mali. Ja, stimmt. Ja, dann lege ich mal einen Würfel weg. Und mache die beide zu einer 4. Dann bin ich maximal flexibel, was das Aufwerten angeht. Okay. Viele denken sich, ja, das schaut ziemlich gut aus für mich, aber das nein, eher umgekehrt. Das will der Marcel. Ja. Also wollen wir dahin. Den will ich aber auch. Ja, ich spiele mal so. Ich nehme 2 Würfel. Ja. Und mache hier eine 6 draus. Und hier hinten eine 6 draus. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Cool. Das ist das Tolle, wenn man so viele Blutmagier hat. Genau, das habe ich übersehen. Ja. Dass du das gleichzeitig machen kannst. Sehr schön. Und ja, ich glaube, die Mali haben hier auch keine Möglichkeit, beide irgendwie vom Eis zu bekommen. Na, weil du da kriegst ja viele Punkte. Ja. Genau, genau. Für die Statistik nehme ich mir die 7 Punkte. Moment. Wann nimmst du dir hier unten die 6? Weil mit dem 5er den 6er. Ach so. Stimmt, dann, so. Dann kriege ich nur 6 Punkte. Ja, so. Und dann kann ich mir den hier nehmen. Und jetzt, ich denke mir schon, irgendwas stimmt da nicht. So. Super. Sehr, sehr cool. Ja. Cool. Aber ich muss sagen, wenn du gestartet hättest, hätte ich ja noch weniger Möglichkeiten gehabt. Ja, da sieht man, wie viel so eine Aufstellung ausmacht, ne? Ja, stimmt. Die 4-6 hier ist halt schon was man auf jeden Fall machen kann. Weil man halt schnell die 2-3er nach vorne bekommt und dann zu Basilisken aufwerten kann. Während 2-6-1-1 bei den Mali jetzt nicht so der Standard ist. Ja, genau, weil du verlierst einfach 2 Züge. Ja. Ja, du brauchst den 4er halt. Genau. Sollen wir nochmal mit anderen Völkern auswürfeln? Ich weiß nicht, wann du gegen Peter spielst. Nicht so, ich frag mal. Ja, ob er Zeit hat, dann spielt sie einfach. Ja, dann können wir ja mal gucken, wie lange das dauert. Und sonst können wir nachher nochmal sowas machen. Ja, sehr gerne. Ja. Zeit hast. Dann werde ich mal zuschauen. Okay. Ja, Peter ist bei mir. Aber ich muss sagen, noch für das Stream, Marcel ist the God of Night. Ja, mal, also ich würde jetzt gar nicht abstreiten, dass ich da momentan der beste Spieler bin. Aber ich glaube, man kann da noch so viel mehr machen, vor allem wenn sich einer die mal wirklich schnappen würde und ein paar
Runden, Wochen nur die spielen. Ja. Findest du, dass die Knights die also flexibelsten, also dass das flexibelste Volk sind? Ja. Ja, wenn man sie richtig spielt mit vielen Einsern, dann können die alles, weil die Einser halt alles können. Ja. Die Einser können sich schnell bewegen, die Einser können den Gegner nerven, die können helfen beim Zerquetschen und die können andere, die eigenen noch aufwerten. Das ist eigentlich so alles, was man irgendwie machen kann bisher. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger? Mit was für einem Volk sollten sie starten oder wie sollten sie hineinkommen in so ein Game? Was meinst du? Einerseits natürlich meine YouTube-Videos gucken. Ah ja, stimmt. Ja. Auf MT5, also MT5 auf YouTube, genau. Da vor allem die Aufstellungsvideos, damit man halt irgendwie schon direkt mal so eine Idee hat, wie kann ich starten mit irgendwie einer effizienten Aufstellung und dann vor allem viel spielen und vor allem versuchen, viel gegen unterschiedliche Leute zu spielen. Weil man da dann halt immer neue Sachen sieht und dann für sich selber auch gut bewerten kann, wie wie unterschiedliche Sachen funktionieren. Weil wenn ich jetzt irgendwie immer nur gegen den gleichen spiele und dann habe ich irgendwie ein Mittel gefunden, wo der nicht mit klarkommt, dann entwickle ich mich quasi nicht mehr weiter. Während wenn ich dann gegen andere Leute spiele und der hat dann eine Idee dagegen, gegen das, was ich halt immer gemacht habe, ne? Und putze mich dann erstmal von der Platte, dann habe ich Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Genau, also ich würde auch sagen, einfach spielen und auch wirklich keine Angst haben, mal neue Völker auszuprobieren, die man überhaupt nicht kennt. Dafür sind wir da, also jederzeit. Wir helfen auch gerne und ja, einfach ausprobieren. Ja. Was, Marcel, dann viel Glück. Vielen Dank. Und du streamst das? Genau, ich lasse einfach den Stream laufen. Dann wechsle ich auf deinen Stream. Ich versuche mal dich zu kicken. Wie kann ich Ich gehe einfach raus und ich kann, glaube ich, selber kicken. So, ich bin draußen. Und dann schicke ich dem Peter mal den Link. So. So, vielen Dank für die. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, es war sicher lustig, das müssen wir wiederholen. Ja. Ich hab vorher schon so ein bisschen spaßhaft gefragt, den Abu, ob wir auch auswürfeln, wie viele Ortschaften wir dazu nehmen. Weil da können, glaube ich, auch nochmal lustige Kombinationen rauskommen. Ich glaube, das machen wir, wenn wir mal ein Wochenende Zeit haben. Ja. Okay. Na, passt, ich bin jetzt raus. Ja. Viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank. Schön, dass er da war. So. Peter ist auch schon im Sprachchat, nur gerade noch stumm geschaltet. Ich baue einfach schon mal für uns auf. Der wird Celadron spielen, was ich am letzten Turnier ausschließlich gespielt habe. Ich habe irgendwie immer... ich mag es immer bei Turnieren, das Gleiche zu spielen, jede Runde, weil ich... weil mir immer neue Ideen kommen dann über die Zeit und ich die dann gerne direkt ausprobiere. Aber prinzipiell... Hallo. Erstmal die Datenschutzfrage. Ist das für dich auch okay, wenn man dich auf dem Stream hört? Ja, alles okay. Hallo. Hallo. So, ich lade schon. Super. Ich finde es immer, also prinzipiell spiele ich alle Fraktionen, aber ich finde es immer gut, eine dann irgendwie für so ein paar Wochen sich mal rauszunehmen und zu gucken, was man damit so alles anstellen kann. Was hast du beim letzten Turnier gespielt für Die Celadron. Fraktion? Okay, cool. Wir haben jetzt tatsächlich... Beim nächsten? beim nächsten Jahr vielleicht die Mali, vielleicht auch Drachen. Okay. Dämonen, weiß ich, bis gerade nicht so mein. Okay. Ja, die Mali haben nicht so die hohe Gewinnrate gehabt in deiner Statistik, oder? Also die Ritter hatten die niedrigste. Achso.
Okay. Die wurden allerdings auch nur sehr wenig gespielt. Weiß ich gar nicht. Kann ich vielleicht nachher, wenn alle Spiele gespielt sind. Es fehlen jetzt von dieser Runde noch 3 Spiele, inklusive unsere. Dann kann ich das aktualisieren und dann können wir nochmal drüber gucken. Aber die Win-Rate hat ja nichts mit der Anzahl der Spiele zu tun, oder? Weil wir können ja mit einem Spieler 100% Win-Rate haben, oder? Ja, klar. Aber ja, dann ist halt nicht so aussagekräftig, ne? Also je weniger Spiele man drin hat. Ja, klar, das so. Stimmt. Ja, okay, super, bin drinnen. Ja, also Ruinen habe ich noch vergessen. Red, falsche Richtung. Das passiert mir bei Tabletopia immer. Ah, nein, Moment. Das war die richtige Richtung gewesen. Ich hatte nur die Karten dahin gelegt. Ja, ich habe jetzt auch gegen Seller dran noch nicht gespielt, dieses Turnier. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei Ruinen hast du mit den Rittern einen kleinen Startvorteil, ne? Ja, die Seller-Dron sind auf jeden Fall ohne die Ruinen, sind ja super hart, weil die sich halt so schnell aufbauen können und dann halt auch schnell mal durchs Portal irgendwie abhauen und dann läuft man denen irgendwie nur hinterher. Ja. Okay. Ich habe eine 5. Okay. 2, dann fange ich an. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Beim Danke, Spiel. Dir auch. Ich werde anfangen mit einer 4 und 6 Einsern. Okay, das ist jetzt auch nicht super überraschend. ich bekomme einen Triggerpunkt. Und ich bewege ein Schwert und dann bewege ich nacheinander alle Schwerter. Und dahin. Okay. Ich bekomme auch einen Triggerpunkt. Und jetzt fängt schon das Nachdenken an. Erstens stellt sich über Null. Ich bewege den hier hin. Ich bewege den hier hin. Den hier hin, den hier hin. Und der hier kann auch noch dahin und den hier mache ich zu einer 2. Dann gebe ich einen Würfel aus und 3 Triggerpunkte.
Alles gut. So. Und dann bewege ich erst das Schild. Und dann bewege ich dieses erste Schwert. Und dann kriege ich die Aktion fürs nächste Schwert und benutze die drei hier, um den zu supporten auf eine 5. Und das letzte macht sich noch zu einem Schild. Okay, du bist gerade mit der 2 weggezogen, ne? Habe ich richtig gesehen hier? Genau. Ja. Okay, ja. Ja, genau, ja. Okay, super. Ich habe gerade versucht, an der Tonqualität was anzupassen. Okay, Triggerpunkt. Ist schlecht zu hören, oder? Es ist ein bisschen rauschig. Aber vielleicht kann der Chat mal sagen, ob das jetzt besser ist. Okay. Okay, Moment. Der Abu hat geschrieben, Triggerpunkte nicht vergessen, aber ich glaube, du hast es richtig. Ne? Das war jetzt der dritte Zug. Du hast 4 Punkte. Erster, zweiter, dritter. Ja, genau. Okay, ja. Genau, ich krieg einen. Aber ich denke, den verliere ich gleich wieder. Denn ich splitte meinen Commander in 4 erste Schwerter und zwar so. Okay, Sound ist okay, wird gesagt, dann ist alles gut. Okay. Dann nehmen wir mal den 5. Punkt. Und wir tun auch gleich einsetzen. Und dann den Unverhältnis. Dann benutze ich erstmal die Unterstützung von dem hier, um dein Portal abzuwerten, das dann ins Exil kommt. Ist nur vor Angriff geschützt, nicht vor Fähigkeiten.
Dann benutzt der die Unterstützung, um hier eine 2 draus zu machen. Der hier bewegt sich nur und der wertet auch zu einer 2 auf. So. Ich schalte mich mal kurz stumm und drehe mit dem Stream ein bisschen. Ja, Start war ganz okay, glaube ich, aber ich muss sagen, gegen die Celadron habe ich nicht so viel gespielt, vor allem mit den Rittern nicht, und ich fühle mich jetzt etwas unwohl, dass ich nicht auf 4 Schilde gekommen bin. Vielleicht hätte ich doch nicht das Portal wegmachen sollen, aber es ja, war schon irgendwie verlockend, der hohen Kreatur da erstmal ihr Portal wegzunehmen, vor allem wenn ich hier auf den 4er Druck machen kann. Aber dadurch kann ich jetzt nicht schnell wieder auf den 4er kommen. Ja, mit den Ruinen sieht schon mal gut aus und hier mit dem Brandhirsch kann ich in mindestens 2 Zügen Druck machen. Und oben sind halt meine Schilde auch ja, recht relativ wenig bedroht und vor allem, was halt aktuell noch der Vorteil bei den Celadron ist, dadurch, dass er jetzt schon eine starke Kreatur reingesetzt hat, es dauert halt doch noch wieder einige Züge, bis er einen 6er hat und den explodieren lassen kann. Okay, jetzt splittet er sich da ein bisschen auf. Gucken wir mal. Okay. Dann komme ich einmal hier hinterher. Ich kann jetzt mit dem Brandhirsch Druck machen da und nachher auf den 4er. Und das Gute wird sein, dass er nicht genug Triggerpunkte hat, um sich was zur Verteidigung reinzusetzen. Das heißt, er wird dann den 4er aufwerten müssen und verliert seine Triggerpunkte, was mich wieder sehr viel Zeit, mir sehr viel Zeit bringt. Und außerdem... genau, also kann ich hier 2 Figuren gleichzeitig bedrohen und dann gegebenenfalls schon mal ein paar Punkte einstreichen. Aber hauptsächlich gegen die Celadron habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwie versuchen, die Triggerpunkte niedrig zu halten. Ja.
komme ich hier hin. Er hat jetzt da schon 6er, aber wie gesagt, verliert jetzt erstmal seine Triggerpunkte. Und ich kann einen von meinen Zweiern oben zu einem Dreier aufwerten. Macht dann Druck auf die Portalträgerin. Aber auch wenn ich die wegschiebe, auf den Sechser über den Stoßdings. Herzstoß. Also wenn ich jetzt den rechten Zweier zu einer Drei aufwerte, muss die Portalträgerin sich halt irgendwas ausdenken. Und selbst wenn er zu einer 3 aufwertet, kann ich den zur Seite wegschieben mit dem Schild und mich Richtung dem 6er ausrichten. Und dann ist der schon unter Druck. Und erstmal muss er jetzt auch sich eine Lösung überlegen bezüglich seines Vierers. Vermutlich wertet er den dann auch zu einem 5er auf. Dann kriege ich schon mal die 4 Punkte für die Portalträgerin. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass er mit dem Vierer irgendwie durch das Portal und durch die Portalträgerin abhaut. Aber dann, genau, habe ich, also verliert er schon mal eine Figur wieder auf dem Spielbrett. Und wenn ich dann oben noch die Portalträgerin dazu zwinge, sich aufzuwerten, dann hat er keine mehr. Und kann auch keine neuen Figuren dann reinsetzen. Ja, dann werde ich jetzt vermutlich die Flucht ergreifen. Und wenn er jetzt wegzieht, kommt er halt auch nicht so richtig weit weg. Ja, okay, er zieht weg und kommt neben meinem Brandhirsch. Okay. Dann werte ich hier zu einer 6 auf. So, jetzt bedrohe ich den Portalträger halt wieder und mit dem super starken Split des Ritters, also sein Abgesandter kann jetzt nochmal fliehen, aber dann hat er definitiv seine Kombination nicht mehr auf dem Feld mit Portal und Portalträgerin. Und durch den super starken Split des Ritters, da ich schon 3 Schilder habe, was immer das ist, was man eigentlich möchte, kann ich ihn dann ordentlich an der Ruine mit seinem Sechser unter Druck setzen. Und er hat halt nicht genug Triggerpunkte, um zu explodieren schon. Und falls er flieht, bekommt er auch nicht mehr Triggerpunkte. Und ja, kann auch... Echt, Portale können sich nicht bewegen, oder? Hast du's? Genau, denke ich. Können sich bewegt werden? Moment. Du kannst selber sie nicht bewegen. Die können bewegt werden, genau. Die können nur die Aktion nicht ausführen. Ich kann sie schieben. Auch interessante Regelfrage, habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, das sind dann so Sachen, da muss man einfach spielen. Portale können die Bewegungsaktion nicht ausführen, aber das heißt nicht, dass ich sie nicht mit meinen Schilden schieben kann, da ich sie ja quasi nur bewege und das nicht die Bewegungsaktion ist. Okay, er ist mit seinem Abgesandten weggegangen.
was auf jeden Fall stark ist, weil er dann noch weiter Punkte bekommt. Und dann gleich explodieren kann, worauf ich aufpassen muss. Außerdem bedroht er mein Schild von der Seite, was natürlich nicht so schön ist. Jetzt überlege ich euch. Ja? Alles gut? Du bist dran, oder? Ja, ja, ich weiß. Ich überlege. Okay, ja. Okay, nein, wir müssen es nicht genau. Nee, alles gut. Lieber mal nachfragen. Ja. So, ich kann jetzt mit meinem Blick gleichzeitig seine 2 und seine 6 bedrohen und er kann nur eine retten. Er ist im nächsten Zug erst bei 5 Punkten. Das heißt, dann kann er noch nicht explodieren. Das Problem ist, Okay, probieren wir das mal im Kopf durch. Ich stelle hier eine 2 hin und da eine 3. Selbst wenn er hier meinen Zweier schlägt, kann ich über die 3 den Sechser schlagen. Und ich kann mit dem Dreier den Zweier schlagen. Das heißt, ich bekomme schon mal mindestens 4 Punkte. Er bekommt hier nur 2. Beziehungsweise wenn er hier reinschlägt, dann kann ich halt den Sechser schlagen. Dann bekomme ich ganz, ganz viele Punkte. Das heißt, er muss mit seinem Sechser erstmal weg. Er kann dann splitten, sodass er hier dazwischen steht. Das fühlt sich nicht schön an. Ich kann meinen Einser nicht auf die Ruine stellen. Alternative ist, ich schiebe den Abgesandten erstmal hier auf die Ruine drauf. Dann muss er wieder weg. Und ich gucke in die richtige Richtung. Dann hat er allerdings genug Punkte, um zu explodieren. Okay, ich schiebe hier hin. Er zieht weg, zum Beispiel hier hin. Ich splitte. Er explodiert. Gewinne ich nicht so richtig was bei. Ich würde sagen, die erste Idee ist immer die beste. Deswegen splitte ich meinen Ritter. Ich splitte meinen Ritter. Eine 2 hierhin. Drei dahinter. Die 2 so ausgerichtet. Die 1 nach hier. Mhm.
Uns überlegen, schon was mit Geschenk. Schenken tue ich nichts. Hoffe ich. Ja. Du denkst nichts, dann ist es ein Pinte, ne? Aber gut, nur kurz überlegen. Ist jetzt schon relativ eng. Das Gute ist, wenn er, also erstmal, wenn er mit seinem Abgesandten mein Schild schlägt, dann kriege ich halt seinen Sechser für 8 Punkte, dann ist das Spiel ziemlich gelaufen. Das heißt, er muss erstmal weg, aber auch im Nachhinein, wenn er den, den hattest du schon. Okay. Ja, ja, du bist bei 5. Das war meine Sorge. Okay. Da kann ich keine Figuren casten, oder? Also ich kann nur auf freien Feldern das casten, oder? Wie bitte? Ich kann mir keine immer auf freien Feldern Figuren. Genau. Okay. Na dann geht also mal durch das Portal und springen wir auf, ne? Ja, ich habe 4 Schilde. Solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Nicht, dass du die Regel vergisst. Kannst gerne nochmal dich hinstellen. Ich habe gerade nochmal darauf hingewiesen, dass ich 4 Schilde habe. Da ich hier nicht, weil er irgendwie die Regel an die Regel nicht denkt, gewinnen möchte, sondern aus dem Denken tatsächlich raus. Das heißt, hätte er das gemacht, was er gerade gemacht hat, hätte ich den 2 als 103 aufgewertet und seine 6 bekommen. Das ist halt der Grund, weshalb man bei den Rittern immer 3 Schilde haben möchte, weil wenn man dann noch einen der Ritter spaltet, hat man halt ein 4. Schild und kann das in der nächsten Runde zu einem... Das ist, wenn ich den fress, wird's dann, wird der zum 5er oder nur in der Bewegung? Nur bei der Bewegung. Das heißt, ich bleib der 6er? Genau. Aber ganz ehrlich, dass er mich da durchs Portal schlagen kann, habe ich auch nicht gesehen. Es war jetzt eher Glück, dass es trotzdem noch funktioniert hätte von meiner Seite aus. Wieder zu lange nicht gegen Celadron gespielt. Dann werde ich da ein Split machen. Okay, er splittet jetzt. Deswegen habe ich ja mein Schild noch gedreht. Genau, damit ich da nicht angreifbar bin. Jetzt ist die große Frage, wo kommt die 2 hin?
Jetzt wäre auch so ein Commander ziemlich hilfreich. Du denkst noch über die 2 nach, oder? Ja. Okay, gut. Ja. Stelle da rein. Okay, dann muss ich auch wieder nachdenken. Mein großes Problem ist jetzt, dass er durch das Portal schlagen kann und dass oben meine 2 noch bedroht ist. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn ich die 2 schlage, dass er dann noch ein Portal bekommt. Und das noch neben seinen anderen hinstellen kann und dann dadurch schlagen kann. Aber aktuell kann er dann nur das erste Schwert schlagen, das ist nicht so schlimm. Boah. Ich überlege auch gerade, ob ich schon mal auf die Ruinen gehen sollte. Er hat mir halt definitiv zu viele Punkte aktuell, Triggerpunkte. Wenn er dann einmal einen Sechser wieder hat, sieht's böse aus für mich. Erstmal bekomme ich auch noch einen Speer. Er kann gerade meinen Speer da schlagen durch die Portalträgerin. Und er kann oben das Schild schlagen. Ich könnte ihm auch einfach erstmal das Schild wegschieben. Also das Portal wegschieben mit meinem Schild. Kann man schon mal nicht mehr dadurch schlagen. Kann ich seine Portalträger aber immer noch nicht schlagen. Und ich drohe auch nicht so richtig was an. Der bekommt immer noch Punkte. Oder ich dann. Oh, ist das schwierig. Brauche eigentlich eine 4. Auf lange Sicht. Das heißt, meine Überlegung gerade ist, ich werte sein Portal ab, damit er das nicht durchschlagen kann. Werte meinen zu einer 4 auf. Dann kann er mich hier schlagen. Er bekommt erstmal aber keinen Triggerpunkt. Wenn er mich hier schlägt, kann ich seine hier schlagen. Kriegt er ein Portal. Aber dann ist bei seiner Portalträgerin aktuell auch nichts, wo er durchgehen kann. Was er dann schlagen könnte. Und er hat erstmal kein Portal. Okay. Und ich kann anfangen, Triggerpunkte zu sammeln und ich bedrohe halt auf jeden Fall beide hier noch. Das heißt, ich bekomme die Punkte quasi zurück. Okay, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich nehme wieder das Schwert, okay.
um das Portal abzuwerten. Mhm. Wegzutun. Und das Schwert, um, also Moment, ich bekomme am Anfang einen Speer. Den Speer am Anfang mache ich mir hier. Und genau, und dann benutze ich das Schwert, um den hier auf eine 4 aufzuwerten. Genau, diese Runde bekommst du keinen Triggerpunkt. Genau. Ich kann jetzt, wenn ich die Portalträgerin an der Ruine schlage, kann ich auch schon recht gut Druck aufbauen Richtung Ruine. Mir fällt aber auch gerade erst auf, dass er sich, obwohl er ja kein Portal hat, eine 5 reinsetzen könnte. Das könnte dann auch noch kritisch werden, aber dann wäre es wenigstens nicht mehr mit explodieren. Also er könnte die sich ja so reinsetzen, dass seine Zweier beide vorm geschützt sind vom Angreifen, aber dann kann ich meinen Commander wieder auf eine 5 aufwerten und da seinen ziemlich unter Druck setzen, seinen Abgesandten. Aber man sieht schon, dass die Celadron sehr knifflige Gegner sein können, wobei ich halt, glaube ich, wirklich das Early nicht optimal gespielt habe, weil ich halt so ein bisschen zwischen ich mache das mit den Schwertern und ich mache Druck auf die Ruinen gespielt habe. Ich hätte mich da, glaube ich, mehr entscheiden müssen, ob gehe ich jetzt mit dem Brandhirsch ordentlich rein nach vorne und bedrohe oder stelle ich mich auf die Ruinen drauf, weil ich halt dann mit den Schwertern so ein bisschen versucht habe ja. Ich weiß es nicht. Hat sich nicht so gut angefühlt, weil ich jetzt halt auch länger keinen Commander hatte. Wer hat den
Okay. Ich krieg einen Triggerpunkt. Und überlege. So, jetzt muss, okay. muss ich echt durchrechnen. Wohin er überall sein Portal setzen kann. Vor allem, wenn er jetzt halt ein Portal zurückbekommt, dann oder ein Portal bekommt. Und kriegt er auch wieder einen Triggerpunkt. Dann wird's wieder fies. Ich nehme hier für 4. Okay. Dann kannst du ein Portal reinsetzen. Ja, knifflig, knifflig jetzt. Er kann mir da halt auf jeden Fall 2 Schilde wegsprengen, wenn er sich ordentlich platziert. Oder wird zumindest für mich schwierig und dann sammelt er in der Zeit wieder Triggerpunkte. Und mein Druck auf die Ruine wird halt auf jeden Fall ein bisschen schwächer. Was aktuell natürlich schön ist, so wie er da gerade steht, würde er sich selbst wegsprengen. Das ist vielleicht auch was, wo ich ein bisschen drauf achten muss, dass ich ihn vielleicht so hinschiebe dann noch, dass das so bleibt. Aber das kostet ihn auf jeden Fall noch ein paar Züge, um sich wegzubewegen. Und ich kann jetzt, wenn ich meinen Commander wieder auf dem Brandhirsch aufwerte, macht er eine 6, aber wenn er dann explodiert, dann hat er die nicht mehr bedroht und ich kann vielleicht einfach unten auch auf einen Commander gehen mit dem Speer oder direkt auf die Ruine und dann Richtung Ruinen spielen. Okay, das wird ganz gefährlich. Mal schauen, was er jetzt noch damit macht. Da ist jetzt das, der Vorteil, ich kann mit dem Speer es aufspießen, während ich mich auf die Ruine stelle. Habe ich auf jeden Fall schon mal einen Zug gewonnen. Und dann kann das auch nicht mehr auf eine 2 aufwerten, weil ich es dann schlagen kann. Also jetzt glaube ich, nicht in gerader Linie zu meinem Speer stellen dürfen.
kann auch oben versuchen, meinen Zweier zu retten, um quasi erstmal an die Punkte zu denken, neben den Gravitations- oder über die Gravitationszauberin zu stellen. Und dann könnte ich auch mit einer 5 Druck auf die Abgesandte machen. Aber ja, wenn er dann einfach aufwertet. Okay, kann ich dahinter das Schild aufwerten, bedrohe ich wieder seinen Sechser. Und dann könnte ich auch so einen zerquetschen Move androhen quasi. Wenn dann seine Abgesandte weggeht, kann ich mich da hinstellen mit meiner 5, bedrohe den 4er und würde dann gleichzeitig den 5er beim Zerquetschen bedrohen. Ja, also die 2 Punkte. Mhm. Der schlägt den Zweier. Okay. Das klingt so, als hättest du drauf gewartet. Nee. Ich krieg einen Triggerpunkt. Okay. Drehe meinen Speer um und spieße den hier auf. Mhm. Und du bist wieder dran. Es war echt vorhin wichtig, dass ich das Schild so ausgerüstet habe. Weil ich halt dann doch noch an den Split gedacht habe, dass der da hinkommen kann. Denn jetzt steht das genau richtig, um da den Gravitationszauber oder die Gravitationszauberin ja, unter Kontrolle zu halten. Du hast gerade nochmal einen Triggerpunkt genommen, oder? Du bekommst, ja, genau, du bekommst nämlich gerade keinen, weil du kein Portal mehr hast. Ah. So. Okay, also noch 6. Hm. Du hast das Portal. Genau, ich habe das Portal gebaut, ne? Dann habe ich den 6. Punkt. Und du bist jetzt im nächsten Zug gleich wieder hin, oder? Genau, genau. Okay, so habe ich es auch gezählt. Ja. Mhm. Okay, dann verwende die 6 Punkte. Ja. Und. Achso, nein, das ist ja falsch. Ja. Okay, dieser hat jetzt zum Glück noch schnell genug gesehen. Mhm. Er wollte da, was ja eigentlich ein guter Zug ist, seine 6 zwischen meine 2 und 4 stellen, weil er dann beide bedroht. Aber dann kann ich ihn natürlich da zerquetschen. Ja. Ich hatte aber auch schon wieder nicht dran gedacht. Ich denke immer nur daran, ja, ich habe ihm sein Portal weggenommen. Er kann, kriegt keine Schwingerpunkte mehr, aber dass er immer noch die Figuren reinsetzen kann, das habe ich nicht bedacht. Okay, müssen wir nochmal nachdenken. Die 2 Punkte nehmen wir. Ja, genau, 2 Punkte hast du, klar.
Ja, nicht einfach. So. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das Spiel so lange dauert. Die Knights sind ja so übermächtig irgendwie. Im Moment, finde ich. Er bedroht meinen Vierer. Ich kann den jetzt nicht mehr splitten. Ich könnte ihn neben die Portalträgerin stellen und 3 gegen 4 tauschen. Dann ist er aber auch schon bei 6. Und dann habe ich quasi nichts mehr. Ich nehme. Moment, kriege ich noch einen Triggerpunkt? Überlegen. Kriege ich noch einen Triggerpunkt oder habe ich mir den schon genommen? Ich habe. Ich glaube, du kriegst noch einen. Ich krieg noch einen, ne? Okay. Sind wir bei 3. Der Vorteil ist jetzt, du explodierst erstmal nicht. Du musst die Sachen ja positiv sehen, ne? Dann verteilen die Chance. Aber ich glaube, das war notwendig. Das war notwendig. Und ich sammle auch meine Triggerpunkte. Und du aktuell nicht. Dann gehe ich erstmal hier hin. So, wenn ich genug Triggerpunkte habe, kann ich auf jeden Fall auch mit den Schilden oben ein bisschen was irgendwie anstellen. Und er sammelt ja gerade erstmal keine. Das heißt, wenn er mich jetzt verfolgt, ist das auf jeden Fall erstmal besser für mich. Ist so meine Logik gerade. Und wenn er dann in Richtung des Schilds zieht, kann ich ihn da auch wegschieben. Und wenn er mich jetzt nur eine Runde nicht bedroht, kann ich halt den Commander splitten. Und dann die alle nach oben setzen und da ordentlich Druck aufbauen. Kann mir wieder mehrere Vierer machen, mehrere Zweier machen, um dann einen Dreier zu bekommen. Einen kann ich unten hinstellen, um den Dreier unten auf der Ruine direkt wieder zu einem Vierer zu machen. Er muss jetzt erstmal gucken, wie er an ein Portal kommt. Ha, er scheint zu splitten. Interessant.
Der Vierer stimmt daher. Das freut mich insofern wieder, dass er dann erstmal auch wieder kein Portal bekommt und der Sechser erstmal weg ist. Kann ich doch vielleicht sogar überlegen, wieder mit Brandhörschrein zu gehen, ja, statt auf den Commander zu spielen. Andererseits hat er da noch den Fünfer, den er dann aufwerten kann. Also vermutlich eher doch nicht. Ich glaube, die Einser, sie sind einfach stark. Lieber sich nochmal neu hinten aufbauen und Druck über die Mitte machen. Beziehungsweise wenn er dahin geht, kann ich die 2 zerquetschen. Für 2 Punkte. Kann ich die Nummer ändern? Ja, kein Problem. Sag einfach, wann du fertig bist und dann... Okay. Jetzt bin ich fertig. Okay. Aktuell kann er nicht durch Portale und bekommt keine Triggerpunkte. Das ist ja faszinierend hier gegen Celadon. Also ich glaube, der Split sollte gut sein. Ich bekomme einen Triggerpunkt, verliere dann 2 und kann da oben wieder Druck machen. So. Abu? So leid, dass ich mich einmische. Der Peter hat einen Triggerpunkt vergessen. Aha, wann? Ah. Die, die 2 gesetzt hat. Also, ja, sehr gut, danke. Super. Ich habe gerade gedacht, er hatte gar keine. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ich splitte den Commander. Und zwar. So. Da verliere ich 2 Triggerpunkte. Ja, ich biete da quasi nochmal so eine kleine Falle mit dem Schwert an. Er kann das zwar schlagen, aber dann wird er auch wieder zerquetscht. Genau, und ich habe halt in der nächsten Runde vor, meine ersten Schwerter alle zu aktivieren. Dann kann ich da oben. Kann ich mir vielleicht sogar 2 Vierer machen aus dem einen Schild. Eine Vierer, dann habe ich zwar nicht mehr so viele Schilde auf dem Spielfeld. Aber der kann dann halt auch schnell zu einer 5 werden. Daneben ein Schild und unten ein Commander. 2 Commander sind auch. Ich habe zwar dann etwas zu wenig Figuren eigentlich, um sie voll ausnutzen zu können, aber ich kriege dann halt sehr schnell Triggerpunkte. Kann dann halt auch nachher mit größeren Figuren zerquetschen. Wenn ich 2 Schilde habe da und einen Commander schon, dann ist da schon was machbar. Oder ich gehe halt oben auf 3 Schilde und bekomme dann in der nächsten Runde wieder einen Speer. Wäre natürlich vor allem quasi die Wahl, wenn einen Sechser machen würde.
Okay. Wertet den auf. Okay. Okay. So. Er hat jetzt aufgewertet, vermutlich, damit er gleich wieder Dings und so sich ein Portal machen kann. Denn da kommt man ja irgendwie. Also ich glaube, man kann, er hätte sich auch eins beschwören können, aber er hat halt auch nicht mehr so viele Würfel. Und so bekommt er gleich halt auch direkt noch gut Triggerpunkte dazu. Jetzt ist die Frage, möchte ich mit zwei Vierern spielen? Oder nur mit einem? Und dafür mit mehr Schäden. Also ich benutze auf jeden Fall schon mal das Schwert hier, um den hier aufzuwerten. Und die beiden. Um hier eine 4 draus zu machen. Und dann wertet sich das hier noch zu einer 2 auf. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Wobei, also er kann jetzt halt mit der. Nee, kann er nicht. Ja. Okay, mein Gedanke war gerade, er kann mit der 5 sich nach oben zum Commander bewegen und dann das Schild hinterherziehen. Ja, dann würde er beide bedrohen, aber ja. Ich muss jetzt auch mal selber, ich merke, es fällt etwas schwer, die Gedanken immer direkt in Worte zu fassen. Ich glaube, ich muss selber gerade ein bisschen still sein und lasse euch in euren eigenen Überlegungen und vielleicht unterhaltet ihr euch ja auch im Chat, den ich natürlich jetzt während des Spiels nicht anschaue, damit da keiner mir gegebenenfalls aus Versehen Tipps gibt. Praktisch ist auf jeden Fall, dass er sein Portal gerade nicht so hinstellen kann, dass groß eine andere Figur da durchschlagen kann.
Okay, er bedroht mich einfach. Okay, ich bekomme 2 Triggerpunkte. Jetzt ist die Frage, wie aggressiv möchte ich spielen? Denn ich kann mich halt auch einfach umdrehen und auf die Ruine stellen. Okay, dann könnte er aber tatsächlich mit dem Gravitationszauberer hinterherkommen. Oder ich kann natürlich jetzt meinen Commander aufwerten, dann verliere ich halt wieder Triggerpunkte. Und bedrohe seinen Vierer. Und sein Vierer kommt eigentlich auch nicht mehr da weg. Das heißt, er müsste dann zu einer 5 aufwerten. Ich kann 1 nach vorne gehen. Okay, dann kann er zu einer 6 aufwerten. Ich werte zu einer 6 auf. Er wertet wieder auf. Bringt nichts. Ich kann ihn einfach wegdrücken. Aber eigentlich will ich ja zur Ruine. Ich könnte auch seinen Fünfer wegdrücken. Knifflige Situation. Ich könnte auch die Ruinen aufgeben und mich mit dem unteren Commander splitten, um mir oben Verstärkung quasi zu holen auf längere Sicht. Eigentlich beiden Commander zusammen gefallen mir schon recht gut gerade. Beide Schilde bewegen ist eine Option. Und dann dauert es halt einen Zug länger, bis ich wieder beide bewegen kann. Knifflig.
versuche einfach noch was Zeit zu gewinnen und schiebe seinen Dreier einfach weg, sodass er mich nicht schlagen kann. Dann kann ich hoffentlich genug mit den Triggerpunkten Druck aufbauen, um, falls ich den Zweier verliere, das ausgleichen zu können. Ich drehe mich und schieb dich weg. Lass das blicken. Du kriegst einen Trigger. Zwei Trigger. So, jetzt kann ich ordentlich Druck machen mit den Triggerpunkten. Das war auch mein Ziel, weshalb ich noch einen Zug gewartet habe. Aber ich fürchte, ich brauche noch eine Runde. Und er sammelt wieder fleißig. Naja. Ich nehme das Schild und gehe dahin. Du bekommst einen Trigger. Danke. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bekomme zwei Trigger.
Ich gebe 6 Punkte aus und einen Würfel. Und zauber mit dem Commander. Der hier bewegt sich dahin und der wird zerquetscht für 4. Dann ist die Frage, ob ich meine Ausrichtung noch ändern möchte. Ich glaube, ich bleibe erstmal so stehen. Du bist bei 4, das macht mir Angst. Auch nicht schlecht. Oh, er braucht jetzt noch 2 Züge, dann kann er explodieren. Das ist die große Frage. Und wie er diese 2 Züge gestaltet. Wenn er jetzt erstmal mit dem 5er auf mich zukommt, kann ich zur Seite gehen und dann kann er im nächsten erst sich auf eine 6 aufwerten. Und dann erst im übernächsten explodieren. Ich gehe zur Seite, er kommt auf mich zu. Ist weg, ne? Und ich vermute, ich was mit den Zweiern machen. Ja, der ist vermutlich weg. Wenn der da liegt. War vermutlich das Portal, weil ich eben rausgeschossen habe. Nein, der liegt da den Zweiern. Muss er das nehmen, was du überlässt, ne? Und dann sieht es düster aus. Ich bekomme wieder 2 Triggerpunkte. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf Zweierjagd da unten? Weil ich brauche ja nur noch 2 Punkte. Oder gehe ich doch auf die Ruinen? Wenn ich jetzt halt meinen Commander splitte und irgendwie hier hingehe, dann macht das Zerquetschen halt deutlich weniger Angst.
Oder gehe ich drauf, die Ruinen einzunehmen? Wenn ich jetzt... Ja, doch, doch. Na, ja, ah, es wird eng. Wenn ich jetzt meinen Zweier runterstelle, muss er irgendwas dahinter ziehen schon. Weil ich im nächsten Zug wieder beide gleichzeitig bewegen kann. Frage, bringt mir das was, wenn ich das so mache? Oder stelle ich lieber meine Einser rein? Ich glaube, die sichere Variante ist die mit den Einsern. Dann irgendwie eine 2 bekommen. Das andere ist die Frage, ob er es dann sieht oder nicht. Ich splitte meinen Feldherrn. Ja, mit dem habe ich gerechnet. Die Frage ist welchen. Ich verliere 2 Punkte. Wer möchte sich splitten? Sagt es mir. Alle Wahlen müssen mir fehlt. Ja, echt schlimm. Ja, komm, der splittet sich. So. Und du bist dran. Du kriegst einen Trigger. Hallo, sorry für die Störung. Haben wir noch einen Trigger vergessen? Marcel, wenn du splittest, klick. Also du bekommst jetzt 2 Triggerpunkte. Ja. Hatte ich die noch nicht? Und dann verlierst du 2. Also eigentlich ändert sich nichts bei also, den... Hatte ich die noch nicht genommen? Ich habe doch diese Runde zerquetscht mit 6 Punkten, dann war ich bei 2. Und dann hat er geschlagen. Also du hattest 4 und bist von 4 auf 2 runtergegangen. Ja, ich hatte mir die 4 genommen. Also die 2 schon genommen. Also ich glaube, es passt okay. So.
Glaube ich, passt. Okay, passt. Oder Peter, okay. Weil das war doch jetzt gerade. Also ich habe im letzten Zug habe ich doch erst zerquetscht, genau. Ja, okay. Dann war ich bei 2 und dann, ja. Okay, ja. Passt alles. Haben wir richtig gemacht. Okay, das freut mich, weil du keine Triggerpunkte erstmal wieder hast. Okay, er setzt jetzt hier eine starke Figur rein. Macht damit ein bisschen Druck auf die Ruinen, aber ich sehe, bei der oben stehe ich noch ganz gut da. Ich bekomme erstmal einen Trigger. Erstmal einen Trigger. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit den Schwertern irgendwas machen, um da nicht Punkte groß abzugeben. Eine 2 ergibt sicherlich Sinn, 2 Zweien vermute ich noch mehr. Ja, klingt gut. Okay, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich werte mit dem hier den auf. Ein Moment. Wo ist das Ladegerät, was da vorne? Das ist weiß mit dem Moment. In der Küche, glaube ich, haben wir einen.
3. Muss ich einen bewegen. Ja, komm. Ich rette mit dem den auf. Auf eine 5, verliere dann wieder 2 Triggerpunkte. Und der wird noch zur 2. Jetzt habe ich immerhin wieder 3 Zweier für wenn. Wenn ich einen 6er splitte, um da die freie Aufwertung zu bekommen. Also wenn ich jetzt hier reinballer und einen 6er bekomme, dann sollte das ganz okay aussehen. Wobei ich mir mit den Ruinen tatsächlich ein bisschen Sorgen mache. Und da ich keinen Commander mehr habe, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe aber auch schon das Gefühl, dass ich einige Gewinnzüge übersehen habe. Es ist nochmal eine Herausforderung, nachher auf YouTube zu schauen, was ich hätte anders machen können. Ja, ich finde es wirklich ein interessantes Matchup mit den Celadron gegen Knights. Auch auf jeden Fall, denke ich, was wir häufiger spielen müssen. Wobei es da schon sein kann, also er hat jetzt sehr mittig aufgestellt, was bei den Ruinen halt eigentlich nicht so toll ist, dass ich da einfach wirklich im Early das schon hätte zumachen können. Wenn ich meinen Hirsch da auf die... auf die Ruine ziehe in der Mitte. Mhm.
Aber man sieht hier jetzt auch schon, dass man das Spiel auf ganz unterschiedlichen Arten spielen kann. Oh. Okay. Er geht auf Ruine. Ich bekomme Angst. Danke. Mache ich hier eine 6 draus. Ja, an die Portalträgerin, da habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ist natürlich super stark. Aber mich da jetzt mit den Ruinen so unter Druck zu setzen, deswegen habe ich jetzt das Gefühl, ich muss direkt den 6er machen, damit ich durch einen Split ihm da was entgegenstellen kann. Oben auf der Ruine, weil hätte ich jetzt den Brandhirsch vorgezogen, um den 4er zu bedrohen, hätte er halt einfach einen Fünfer daraus machen können. Und dann wäre er in zwei Zügen an meiner Ruine oben gewesen. Okay, vielleicht wäre es gar nicht so dramatisch gewesen, wie ich gedacht hätte. Ich hätte auch dann... Macht mich auf jeden Fall schon ein bisschen nervös hier. Okay, er geht auf die Ruine. Okay. Komm einen nach vorne. Okay. Jetzt wird es aber auch bei ihm schon eng mit der Ruine. Weil er kann jetzt nicht neben meinen Ritter ziehen.
da ich ihn dann direkt schlagen kann. Und ich kann halt dann zwischen dem Vierer und dem Fünfer ziehen. Und bekomme dann einen von beiden. Und in dem Zug kann er noch nicht alle Ruinen haben. Das gleiche gilt natürlich, wenn er jetzt schon auf den Fünfer aufwertet. Das heißt, er kann eigentlich nur den unteren zu einem Sechser aufwerten. Dann müsste eigentlich mit einem Split was machbar sein. Beziehungsweise dann kann ich auch seinen Vierer erstmal von der Ruine scheuchen. Mhm. Und dann müsste, ja, dann müsste es aufgehen. Hoffentlich, vielleicht auch nicht. Hm. Also den Ruinensieg habe ich kurzfristig jetzt erstmal abgewendet, auf jeden Fall. Ich muss halt nur auch echt aufpassen, dass er mir jetzt nicht da irgendwie explodiert. Okay, dann hat er das Sechser. Mhm. Ja, doch, ich denke, ich habe die Lösung mit dem Split gefunden. Wenn ich jetzt hier hingehe, muss sein Vierer weg. Er wird vermutlich in Richtung meines Schildes gehen. Und dann kann ich so splitten, dass ich entweder den Sechser kriege oder den Vierer. Ich muss jetzt nur noch. Sorry. Muss jetzt nur noch durchrechnen mit den Triggerpunkten. Ich gehe hier hin. Er bekommt einen Punkt, ist bei 4. Geht zur Seite, ich splitte. Dann hat er genau die 5. Kann nicht explodieren. Ich gehe mit meinem
Sechser nach hier. Jetzt natürlich unangenehm, dass er sich hier einfach nicht an meinen Plan hält. Aber ich probiere erstmal was aus. Ich glaube, so müsste ich dich haben. Lass mich gerade mal durchrechnen. Du hast 4 Punkte. Ja, okay. Viel Spaß beim Überlegen, aber ich glaube, dass der ist es. Okay. Weil ich entweder deinen Sechser bekomme oder ich hab wieder 4 Schilde, das heißt, ich kann den Zweier zum Dreier aufwerten und die 2 schlagen und dann habe ich 10. Und du kannst nur entweder den Sechser wegziehen oder die 2 wegbekommen oder schlagen. Ja, nimm dir Zeit. Die haben wir jetzt auch noch. Ja, gut gespielt. Dann werde ich da die 3 noch nehmen, ne? Okay. Ja, ich boah, spannendes Spiel. Und dann komme ich hier auf die Welt. Ja. Oh, cool. Ja, die Celadron. Oh, ist das immer ein. Immer dieser. Ich glaube, ich hätte weniger hohe Figuren reingesetzt und mich eher so hier bei denen erstmal auf die Punkte gegangen. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Hier bei denen erstmal auf die Punkte. Ja. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja, aber dann, wenn der Gegner aufpasst, dann ist es für den Gegner halt nochmal, wenn man die ganze Zeit explodieren kann. Ja. Nochmal eine größere Bedrohung. Das war jetzt nie so die Möglichkeit, selbst dann mit Fünfern oder irgendwo, weil ich nie die Möglichkeit hätte, explodieren zu können. Ne? Oder ich meine, du hast ja so geschaut drauf, dass nie jetzt eine Masse an Würfeln beieinander sind. Ne? Also es war am Anfang war schon mal da so richtig, waren einmal, glaube ich, alle 12 Felder besetzt mit Würfeln da in der Mitte. aber sonst, ja. Na, war ein cooles Spiel. Ja, vielen Dank. Sehr spannend, gut gespielt, Leute. Danke. Und Marcel, dir gratuliere als Turniersieger. Danke. Ungeschlagen. Cool. Ungeschlagener Turniersieger, nice. Echt gut gespielt. Und Peter das lang durchgehalten, super mit dem Zeller. Ja, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, und am Ende wurde es auch echt nochmal brenzlig. Ja.
Ich habe mir was überlegt, du hättest mit dem Brandhirschen anstatt aufgewertet hinein zum Vierer. Ja, ja. Dann hättest du den Vierer bedroht und dann hättest du auf eine 6 aufwerten können und hättest beide bedrohen können. Aber echt gut gespielt. Ja, das hat, also ich, da hatte ich ein bisschen zu viel Angst und habe einen Zug zu wenig gedacht für mich quasi. Genau, aber als also Zuschauer ist es immer leichter. Ja, ich habe ja viel, wahrscheinlich beide, ne? Aber ich habe da das Portal, das war total blöd eigentlich, das hätte ich eigentlich da hinsetzen müssen. Ne? Ja, dann hätte es einen Zug länger gedauert. Genau, ne? Ja, ein Zug ist aber immer nicht so, so wenig. Ne? Andererseits ist dann immer, andererseits ist dann die Frage, bei dem Druck, den ich versuche aufzubauen, wann du dazu kommst, da was draus zu machen. Ja, aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ja, das war glaube ich mein größter Fehler, zumindest den ich selber so jetzt gesehen habe. Naja. Okay. Ja, ich glaube cool, auch, ich mache Schluss für heute. Ich muss nämlich noch Zeugniskommentare und so schreiben. Also, sehr cool. Vielen Dank an meine beiden Mitspieler hier und mit Kommentatoren quasi. Und an alle, die ja im Chat waren zwischendurch und zugeschaut haben. Und mal schauen, wird dann wieder angekündigt, wann es das nächste Mal live geht. Und gibt auf jeden Fall nächste Woche noch ein Video zur Turnierzusammenfassung. Da jetzt glaube ich, eins ist noch nicht durch, aber alle bis auf eins durch sind. Okay, bis dann, macht's gut. Gute Nacht.